Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Isle of Rima. Heute spielen wir eine weitere Folge mit Debbie, dem Carnotaurus. Und ich bin hier gerade, glaube ich, mitten auf dem Centerfield, wenn ich das richtig erkenne. Und ich bin super, super hungrig und durstig. Deswegen habe ich jetzt auch nicht geschrien zur Begrüßung. Weil wir müssen jetzt unbedingt schauen, dass wir einen Spot finden, wo wir was trinken können. Ah, da sind schon mal andere Dino-Herden, da wollen wir nicht hin. Und wir brauchen Futter. Futter ist auch da vorne, also gehen wir auch in die Richtung, würde ich sagen. Aber hier sind halt auch Dinos, das ist auch ein Problem. Ich bin natürlich jetzt auch wieder auf mich allein gestellt und habe keine Gruppe mehr. Aber was willst du machen? Ich renne jetzt auch extra schnell, damit ich ja nicht vorher gesichtet werde. Auch wenn ich nicht so viel Ausdauer habe. Aber wir haben halt auch nicht so viel Zeit, ne? Wir müssen jetzt schnell trinken und dann müssen wir direkt was essen. Das Problem an dem Busch ist, glaube ich, dass er nicht direkt bis zum Wasser geht. Egal, was willst du machen? Wir müssen ja nicht komplett uns voll trinken. Nur einen kleinen Schluck. Wird schon schief gehen. Okay, das muss erstmal reichen. Ich will an dieser Stelle halt nicht so viel trinken. Einfach nur, damit erstmal das Überleben ein bisschen gesichert ist. Aber wir sollten uns jetzt auf Nahrung konzentrieren. Oh, das ist ein anderer Kanu. Oh, diese Sounds. Crazy. Da habt ihr jetzt auch euer Geschrei. Der Kanu klingt schon echt böse. Ich hoffe, dass wir direkt eine Gruppe finden. Weil ich glaube, in der Gruppe sind wir wesentlich stärker als alleine. Stegos. Ja, das dürften Stegos sein. Der Kanu ist auch da. Also eventuell kann ich mal kurz hier in den Busch gehen. Ich glaube, die flüchten gerade vor dem Kanu. Wenn die durchs Wasser rennen und keine Ausdauer mehr haben sollten, dann kann ich die vielleicht angreifen. Ich setze mich nochmal ganz kurz hin hier in den Busch. Einfach damit wir gleich volle Ausdauer haben. Aber wir brauchen aber jetzt auch dringend was zu essen, ne? 3,99%. Ja, sieht fast so aus, als wenn die nur trinken. Ja, das ist natürlich bitter. Dann ist das keine potenzielle Beute. Ja, jetzt ist unser Fressen auf Rot. Dann sollten wir, glaube ich, dahin zurückgehen, wo wir vorhin schon was gerochen hatten. Auch wenn da andere Saurier waren. Aber da haben wir zumindest safe was. Es wäre da auch in die Richtung, wo eigentlich immer das meiste los ist an Dino-Action. Und bei den Knochen bin ich mir unsicher, ob ich die mit dem Kanu essen konnte. Ihr hattet das schon mal in die Kommentare geschrieben, aber ich habe schon so viel Info aufgenommen. Da habe ich auch echt viel vergessen. Da rennt er aber noch. Okay, jetzt haben wir ihn erwischt. Aber wir sollten das lassen. Wir haben halt keine Ausdauer mehr. Wenn jetzt was Größeres kommt, dann haben wir ein Problem. Ich glaube, wir sollten einfach was fressen hier und abhauen. Ich habe halt gleich gar keine Diät mehr. Deswegen muss ich echt aufpassen.
Ein kleiner Raptor. Ah, da ist er wieder. Soll er mal essen. Lange keinen Ärger macht. Dann kann er mein Freund sein, von mir aus. Ich gehe jetzt zu dem Trinkspot. Also mehr esse ich jetzt nicht, wegen den anderen Diäten. Also verhungert sind wir jetzt ja schon mal nicht. Oder er bleibt sogar bei uns. Wenn du noch ein bisschen länger bei uns bleibst, kriegst du einen Namen. Und dann sind wir unzertrennlich. Dann musst du bei mir bleiben. Hey, okay. Oha. Okay. Den haben wir komplett aus dem Leben gejietet. Sehr gut. Geil. Ja. Gut, dass ich dir keinen Namen gegeben habe. Aber ich glaube, der ist unsere Diät, oder? Vorne laufen noch andere kleine. Ja, das ist unsere Diät. Perfekt. Hier ist irgendein Kano. Hey. Hoffen wir mal, dass der mich nicht angreift. Das da vorne ist ein Cerato. Okay, wir haben ein Baby, auf das wir aufpassen müssen. Habe ich mir anders vorgestellt, muss ich sagen. Aber dann ist es jetzt so. Dann müssen wir jetzt unser Baby beschützen. Oha, was ist da denn los? Okay, hier ist eine crazy Dino-Party. Ey, wie viele sind denn das? Das sind ja unendlich viele. Die haben Bock auf mich, glaube ich. Alter Schwede. Ist einfach der Dino-Nightmare. Wir trinken mal einen Sip. Ja, viel mehr ist, glaube ich, gar nicht drin. Kommt schon einer. Was geht denn hier ab? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es ist halt locker zweistellig. Das ist ja verrückt. Das habe ich noch nie erlebt, so viele Dinos. Crazy. Guckt euch das an. Gern noch einen Schluck trinken. Aber ich glaube, das ist leider nicht drin. Die blockieren den Spot. Junge, wie viele das sind. Das habe ich noch nie gesehen. Oh. Gefährlich. Ja, wo gehe ich denn jetzt trinken? Oh ne, ich habe mich übergeben. Warum?
Ich habe irgendwas falsch gegessen, das ist ganz schlecht. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich glaube, wir gehen nochmal darüber, wo wir vorhin waren, wegen Trinken. Fressen sollten wir halt auch nochmal irgendwas. Aber der antwortet nicht. Scheint, glaube ich, ein Admin zu sein, oder? Oh oh. Das wird jetzt ein gefährlicher Kampf, glaube ich. Halt keine Nahrung, das ist ganz schlecht gegen die. Oh, das hat nicht geklappt. Aua, aua, aua. Oh nein. Nicht gut. Mein Mate ist gestorben. Oh no. Aber das ist noch ein anderer Kano, oder? Riech ich mal, ob hier Essen ist, weil ich brauche erstmal dringend Essen. Ich hoffe, der ist freundlich. Ich glaube nicht, dass der freundlich ist. Der gehört doch zu diesem riesigen Mixpack, oder? Nimm einfach das Food. Verschwinde hier. Es war einfach nichts dran. Ich glaube, ich muss es riskieren, zu der Keule jetzt zu gehen. Das ist, glaube ich, meine einzige Hoffnung. Kann halt gut sein, dass sie im Wasser ist, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Wir brauchen dringend Food, damit wir nicht die ganze Zeit Leben verlieren. Ja, die ist halt im Wasser. Oh Mann. Was greift hier an? Wir rennen erstmal zum Food. Trinken ist gerade nicht so wichtig. Drei Kanus oder so. Bitte nicht angreifen. Das war ja klar.
Alter, was soll ich da machen? Das sind viel zu viele, oh Mann. Oh, das ist ja mies. Dann fangen wir jetzt wohl mit einem neuen Kanu an. Diesmal ein Männchen. Müssen wir erstmal einen Spot finden, wo wir rüberkommen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt gleich wieder gesnackt werden. Aber wir müssen es, glaube ich, riskieren. Oh, wir sind super langsam. Bitte nicht essen. Lasst mich leben. Oh Gott, wir haben es geschafft. Hier haben wir schon mal die erste Diät. Wäre cool, wenn wir alle drei verschiedenen hätten. Damit wir schneller wachsen. Oh, da wäre ein kleiner Stego. Mal reinbeißen in den Kopf. Er will fighten. Aua. Okay, ich darf nicht durch ihn durchrennen von hinten. Dann sterbe ich. 50% macht er mir Schaden. Ich muss ihn wahrscheinlich gefühlt 100 Mal beißen oder so. Ja, komm. Ich glaube, den Fight sollte ich nicht nehmen. Ich werde jetzt nicht schon wieder sterben. Das muss nicht sein. Wir suchen jetzt am besten andere Kanus. Das wäre, glaube ich, unsere beste Überlebenschance. Wobei 4 davon oder 5, ich weiß nicht, dieses große Pack da gerade, was mich getötet hat, die kommen, glaube ich, nicht in Frage. Ich glaube, die werden mich auf jeden Fall wegrippen, wenn die mich sehen. Ich hätte mich gar nicht bemerkbar machen sollen. Ich habe halt einfach gehofft. Oh, warte mal. Oh Gott. Ich werde angegriffen. Wir müssen in den Busch. Ich glaube, der große Kanu wird auch gerade angegriffen. Wir müssen mal kurz warten, da waren 2 Kanus. Ich hoffe, die gewinnen. Oh Gott. Hing an mir fest. Eieiei. Wir müssen schön gebückt bleiben. Halt echt nicht viel Leben. 23, ich blute auch schon wieder. Oh, da ist irgendwas gestorben. Klang nach Galli. Der Kanu hat's geschafft. Der lässt mich essen. Ah, wie gut, ey. Und das ist genau das, was ich brauche. Oh, er legt mir sogar Fleisch hin.
Der holt ja gerade alle Gedärme raus. Okay, wir sind vollgefuttert und haben jetzt einen starken Beschützer, nämlich den guten Rudi. Ich denke, jetzt ist es soweit, dass wir dem Kanu hier einen Namen geben können. Und zwar nenne ich ihn... Ich nenne ihn Maze. Maze, der Carnotaurus. Also wie das Labyrinth im Englischen. Nicht ganz cool, den Namen. Maze und Rudi. Die beiden Carnos. Bin gespannt, ob wir es wieder schaffen, groß zu werden. Es dauert bei dem Carno ja schon eine gewisse Zeit. Und bei der Insel momentan wird das schwierig. Ich glaube, die Leute sind sehr aggressiv. Man kann sehr, sehr schwer einschätzen, wer zu wem gehört, weil ich glaube, hier sind viele Mixpacks unterwegs. Und ja, auch Artgenossen machen halt vor allem nicht halt, habt ihr ja gerade gesehen. Aber ich glaube, wir haben einen sehr, sehr fähigen Beschützer. Ich vertraue einfach auf Rudi. Ich habe ihn jetzt auch mal gewarnt vor den anderen vier, die mich von gekillt haben. Weil er hat den gerade schon geantwortet auf ihre Schreie. Ich will einfach, dass er weiß, dass er vorsichtig sein soll. Weil Rudi ist mein neuer Papa. Und wir müssen aufpassen auf Rudi. Genau wie auf uns aufpassen. Oh, ein kleiner Stego. Und noch ein kleiner Kano. Jetzt sind wir zu dritt. Sind wir nicht mehr der Kleinste. Er hat echt gewartet, bis wir fertig sind. Jetzt ist er erst. Was ein toller Papa, oder? Der Rudi. Will der auch adoptiert werden? Sieht fast so aus, ne? Ach, da ist er. Der kleine Stego. Ach, weil der ein großer ist. Der hat eine Familie für den gesucht. Ach, Rudi ist so süß. Die wollen fighten, oder? Oha. Frag mich, ob ich die schon umhauen könnte. Oh nein. Aua. Ich glaube, Rudi und ich haben uns gegenseitig erwischt.
Okay, einen hat er gekillt. Ich regeneriere kurz Ausdauer und dann können wir auch wieder mitfighten. Oh, er wird weiter angegriffen. Oh, fuck. Da habe ich schlecht gekämpft. Wollte ihnen eigentlich nur helfen. Irgendwie habe ich es verkackt. Okay, hat ihn. Oh nein, das sind mehrere Kanus da oben. Könnten die Kannibalen sein. Ich glaube, das sind die. Geist ist down. Rudi, renn um dein Leben. Rudi, renn. Ja, die verfolgen Rudi. Wissen zum Glück nicht, dass ich hier bin. Das sind genau die. Also im Aufgeben, Rudi zu verfolgen. Okay, wir rennen auch in den Wald. Ab zu Rudi. Er ist irgendwo in die Richtung gelaufen. Oh, Steps, die kommen. Oh nein. Wir haben uns echt gefunden. Wir sind einfach in den Dschungel rennen. Oh Gott. Jetzt killen die uns schon wieder, so wie es aussieht. Einfach nur crazy. Oh nein, ey. Rudi, renn um dein Leben. Ich sehe Rudis Namen nicht mehr. Oh nein, ich bin gedroppt. Oh shit. Mir die Beine gebrochen. Oh Gott. Wir chillen uns erstmal hin. Das gibt es doch nicht. Diese Schneise bringt mich echt noch um. Jedes Mal falle ich hier rein. Ich habe jetzt mal meine Verletzung ausgeschlafen und bin jetzt mal ein ganzes Stück weiter gewandert. Wir müssen jetzt aber dringend wieder was trinken und essen. Die Sonne geht gerade auf. Ich werde es jetzt hier vorne einfach mal riskieren. Ich weiß nicht, ob das hier ein guter Spot ist oder nicht. Aber ich glaube, manchmal muss man einfach Risiko eingehen. Aber es sieht relativ flach hier aus. Ich hoffe einfach mal, dass das gut geht. Dann nichts wie weg. Und dann müssen wir eigentlich hier rechts oben hoch.
Dann kommen wir, glaube ich, wieder zum Centerfield. Das wäre, glaube ich, gerade das, was wir brauchen. Weil wir brauchen dringend Nahrung und da finden wir bestimmt was. Oh, da vorne läuft was. Ich weiß nicht, was es ist, aber... Eventuell müssten wir das fighten. Ich glaube, das ist ein Cerato. Aber jetzt nicht so meine Beute, die ich präferiere. Die können wir doch essen. Haben wir schon mal wieder was? Und es ist halt ein Stego. Oder mehrere Stegos. Die kämpfen gerade gegen die Dinos. Ist doch schneller, los. Ich hoffe, die Stegos machen mir keinen Ärger. Ich kann irgendwie nicht richtig essen hier. Irgendwie bricht er jedes Mal wieder ab. Kann ich mir lieber Fleisch rausbeißen, ne? Ich glaube, das bringt mehr. Das ist aber erstmal gut. Wir brauchen halt auch unsere Diäten. Oh, da vorne wäre... kleinerer Cerato. Meint ihr, der wäre was für unsere Diät? Und zwei kleine... Den kleinen haben wir. Weiß nicht, wo der andere hin ist. Gucken, ob der was für die Diät ist. Nee, leider nicht. Da habe ich ihn fast umsonst getötet. Aber ich kann doch die Gedärme raus, sonst vergesse ich jedes Mal. Ah, jetzt ist es zu spät. Shit. Okay. Ja, ich hätte einfach die Innereien rausholen sollen. Ach, guck mal, das hat mir jetzt auch was für die Diät doch gebracht. Das ist doch was? Ich guck mal jetzt wegen den Knochen, ob ich die essen kann. Das gibt es doch nicht. Das hat echt lange angehalten, diese Food Poisoning. Oh nein, ich habe Kano gefressen. Oh, das ist ja richtig auffällig und doof. Gibt es irgendein Mittel dagegen? Ich greife die da vorne mal an. Leider vorher bemerkt. Ich will nicht von denen gebissen werden, muss ich sagen. Nicht, dass die mir wieder meine eine Food-Vergiftung reinhauen. Okay, den einen haben wir. Ich habe wieder eine Food-Vergiftung bekommen von dem. Mich gleich 100 pro angreifen von der Seite. Ne, er schwimmt drüber, okay. Ja, soll er mal machen. Will nicht nochmal gebissen werden. Die sind echt eine undankbare Beute, muss ich sagen, ne? Weil die können einen immer wieder das Essen und so abziehen, bevor man sie dann wirklich gekillt kriegt. Aber die haben ja zum Glück nicht so viel da kaputt gemacht in meinem Magen. Und dann ist leider wieder einige Zeit vergangen, ohne erfolgreich Futter zu finden. Deswegen war ich hier schon wieder kurz vom Verhungern.
Oh, ich hab's erwischt, Gott sei Dank. Das ist unsere Lebensrettung. Es ist einfach unsere Lebensrettung. Oh mein Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass es beim Kanu so schnell runtertickt. Aber wir haben wieder ein bisschen was im Magen. Das ist gut. Aber wir müssen wahrscheinlich jetzt direkt weitersuchen, weil da wird nicht viel dran sein an so einem kleinen Baby. Haben oder nicht haben. Oh, hier ist irgendwas anderes. Oh Gott. Die Mama. Oh Gott, oh Gott. Und die haben einen Scout. Ich muss es halt fighten, glaube ich. Ja, keine Chance. Mit der Ausdauer und dann im Scout. Oh, wie bitter. Schade, schade, schade. Das wäre ein guter Fight geworden, wäre ich nicht gerade die ganze Zeit so im Ausdauer- und Hungerleid gewesen. Aber genau dann finde ich natürlich solche. Oh, ist das bitter. Aber das war ein schöner Endfight, würde ich sagen. War wieder eine coole Folge, hat Spaß gemacht mit dem Carnotaurus. Falls ihr mehr von The Isle Evrima sehen wollt, dann wäre ein Like wirklich wichtig für mich. Damit würdet ihr mich sehr unterstützen. Und ihr dürft auch gerne jetzt mal in die Kommentare schreiben, welchen von diesen Dinosauriern ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.